нашим славным Господом. Mit unserem herrlichen Herrn. Вот на днях моя жена достала фотографии. Und vor einigen Tagen hat meine Frau ein Foto herausgekramt. И нашла фотографию. Und hat ein Foto gefunden, где мы с ней покаялись. Wo wir uns gerade eben erst bekehrt haben von diesem Moment. И где величайший служитель. Und wo ein großer Diener Советского Союза, der Sowjetunion, человек, который прошел множество гонений и трудностей, der viel Verfolgung und Schwierigkeiten erlebt hat, и в целом 9 лет провел в тюрьмах, und im ganzen 9 Jahre im Gefängnis verbracht hat, и он нас там поздравляет, und er gratuliert uns da auf diesem Bild und schenkt uns Blumen, потому что Господь родил нас заново. Weil der Herr uns von neuem geboren hat. Простил нам наши грехи. Hat uns unsere Sünden vergeben. И это было единственное покаяние за весь этот день. Und das war auch die einzige Bekehrung an diesem Tag. И это было историческое событие для нас. Das war ein historisches Ereignis für uns. И множество людей. Und viele Menschen. Трудилось два дня. Zwei Tage? Два дня трудились. Haben zwei Tage sich abgemüht. Они приехали с разных городов. Sind aus verschiedensten Städten gekommen. Они вложили свои деньги. Haben ihr Geld da investiert. И два дня они служили в нашей церкви. Und zwei Tage lang haben sie in unserer Gemeinde gedient. И ходили по городу, приглашали неверующих. Und sind durch die Stadt gegangen, haben Ungläubige eingeladen. И обратились к Богу только моя жена и я. Und nur meine Frau und ich haben uns an Gott gewandt. Nur zwei Menschen. Und schaut, was für eine Verantwortung auf uns liegt. Die, die sich zu Gott gewandt haben, um das nicht zu verlieren, um das zu vermehren. Weil jemand sich ja bemüht hat. Jemand hat sich für dein Leben bemüht. Jemand hat viel für dich gebetet. Jemand hat für dich gelitten, damit du Jesus kennenlernst. Den lebendigen, herrlichen Herrn, mit dem wir leben möchten. Deswegen lass ihn niemals los und lass niemals deine Gemeinde los. Это есть основа нашей жизни. Das ist die Grundlage unseres Lebens. А все остальное это болтовня. Und alles andere kommt danach. Какой у нас переводчик красивый. Ja, was für ein guter Übersetzer. Вот в этом-то и как раз сила молодежи. Und darin liegt die Kraft der Jugend. Они сглаживают ошибки старшего поколения. Sie glätten die Fehler der älteren Generation. Или может их жесткость. Oder ihre Rauheit. Но когда им будет столько же, сколько мне, тогда их дети тоже будут их сглаживать. Aber wenn sie dann so alt sein werden wie ich, dann werden auch ihre Kinder ihre Fehler glätten. Итак, мы с вами поговорим сегодня о миротворцах. Und heute werden wir über die Friedfertigen sprechen. Это не синие или белые каски. Das sind nicht die, die blaue oder weiße Helme tragen. Das sind andere Friedfertige. Matthäus 5, 9, 9 стих. Matthäus 5, 9. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Или наречены будут сынами Божьими. Ja, sie werden Söhne Gottes heißen. Вот интересная тема. Ein interessantes Thema. Кто со мной согласится или кто такой же, как я, также читает Библию? Wer ist mit mir einverstanden, liest die Bibel? И много вообще сильно не обращал на это внимание места. Вот он hat auf diese Bibelstelle gar nicht viel Aufmerksamkeit. Так быстро, оно меня сильно не трогало. Also hat auf diese Stelle nicht viel Aufmerksamkeit gelegt. Wer hat die schnell einfach überlesen und hat gar nicht so wirklich darauf geachtet? Es gibt einige, Ehre sei Gott, dass ich nicht der Einzige bin, so, der so unaufmerksam ist. Я годами читал это место. Und jahrelang habe ich diese Stelle gelesen. Я думаю, ну блаженны миротворцы. Und habe mir gedacht, ja, glückselig sind die Friedfertigen. Ну и ладно. Okay, gut. Ну и хорошо. Ist ja что toll, они мир творят. Dass sie den Frieden verbreiten. Ну понятно. Ist verständlich. Все же за мир. Alle sind ja für den Frieden. Миру, мир. Frieden, Frieden. Знаете, на 1 мая все мы держали эти. Am 1. Mai haben wir alle. Кто там? Патриоты были. Die Patrioten damals ja. waren. Миру, мир. Frieden der Welt. Слава КПСС. Ja, und Ehre sei
der Partei oder da. Ja, der Partei. Да здравствует свобода совести. И, und dein freies Gewissen oder ja. Also. Ну и всё такое. Und so weiter. Мир май труд. Ja, Frieden май und Arbeit. Mühe und Arbeit, genau. Das waren die Plakate in Sowjetunion, ja. Мир, Frieden, май и труд und Arbeit. И как-то всё это вместе было. Und das war alles zusammen. Вы знаете, на Пасху, когда мы выходим, und wisst ihr, wenn wir an Ostern rausgehen, мы кричим, Христос воскрес! Dann schreien wir, Jesus ist auferstanden. И навстречу нам идёт марш мира. Und dann kommt uns ein Friedensmarsch entgegen. И там всегда голуби. Und da sind immer diese Tauben. И всякие цветные волосы у всех. Und allerhand bunte Haare bei den Teilnehmern da. И они одеты такие, как будто они. Und sie sind so angezogen, als ob. Ну так немножко пострадали в этом мире. Sie etwas gelitten hätten in dieser Welt. И они такие все свободные. Und sie sind alle so frei. И они идут навстречу нам. Und kommen uns entgegen. Их на самом деле очень мало. Und sie sind in Wahrheit wirklich wenige. Это марш мира. Ja, dieser Friedensmarsch. Кому нужен мир, когда никто не стреляет? Und wer braucht schon den Frieden, wenn niemand schießt? Поэтому с ними никто не ходит. Deswegen geht auch niemand mit ihnen. Но мы не об этом мире вообще говорим. Aber wir sprechen gar nicht von dieser Art Frieden. Мы сейчас не говорим о мире, где над нами не летают ракеты. Wir sprechen nicht von diesem Frieden, wo über uns Raketen nicht fliegen. Или самолеты кидают бомбы. Oder wo Raketen fliegen oder wo Flugzeuge Bomben schmeißen. Это понятно, что все нормальные люди хотят мира. Es ist verständlich, dass alle normalen Menschen Frieden wollen. Но Иисус говорит о чем-то другом. Aber Jesus spricht von etwas anderem. Он говорит, блаженны миротворцы или счастливы. Er sagt, glückselig oder glücklich sind die Friedfertigen. Которые творят мир. Die Frieden schaffen. Это те, которые ищут мира. Das sind die, die den Frieden suchen. И которые созидают этот мир. Und die den Frieden aufbauen. Итак, давайте первое посмотрим. Und lass uns jetzt den ersten Punkt anschauen. Первое мы должны осознать и понять. Zunächst müssen wir erkennen und verstehen. Бог есть тот, кто ищет мира. Gott ist der den Frieden sucht. Бог есть самый главный миротворец. Gott ist der hauptsächliche Friedensschaffer. Вы здесь? Seid ihr hier? Бог есть Бог мира. Gott ist der Gott des Friedens. Если вы читаете внимательно Библию, und wenn ihr aufmerksam die Bibel lest, то мы очень хорошо видим, что Бог это тот, dann sehen wir sehr gut, dass Gott derjenige ist, der diese Welt erschaffen hat. Und er sucht den Frieden. Er wünscht den Frieden. Er strebt nach Frieden. Deswegen, wenn wir sagen Gott, ist es nicht nur die Liebe, sondern auch der Friede. Frieden. Frieden. Willst du Frieden in deinem Haus haben? Dann lade Gott in dein Haus ein. Хочешь иметь мир в стране? Willst du in deinem Land Frieden haben? Почитай Бога. Dann ehre Gott. И будет мир в стране. Und in deinem Land wird Frieden там, sein. Там, где есть Бог. Dort, wo Gott ist. Там будет мир. Wird auch Frieden sein. Еще раз. Noch einmal. Давайте все вместе скажем. Lass uns gemeinsam sagen. Там, где есть Бог. Dort, wo Gott ist. Там будет мир. Там, где есть Бог. Dort, wo Gott ist. Там будет мир. Wird Frieden sein. Все остальное. Und alles andere. Это. Ну, это немножко другое. Ist etwas anderes. Я скоро научусь тоже говорить политкорректно. Ich werde lernen, bald auch politisch korrekt zu reden. Потому что есть люди, которые прослушивают наши проповеди. Weil es Menschen gibt, die unsere Predigten sich anhören. Я все жду, когда они родятся свыше и покаятся. Und ich warte die ganze Zeit darauf, bis sie wiedergeboren werden und sich bekehren. Они почему-то всегда находят какое-нибудь одно слово. Aber sie finden immer dieses eine Wort. Чтобы придраться к нему. Um sich da irgendwie dran zu stören. Но это невозможно понять. Aber es ist nicht möglich zu verstehen. То, о чем мы говорим. Das, worüber wir reden. Для этого надо родиться свыше. Dafür muss man ja von neuem geboren werden. Для этого надо иметь искреннее сердце. Dafür muss man ein aufrichtiges Herz haben. Но если ты уже загружен чем-то. Aber wenn du schon beladen bist mit etwas. То всегда все будет неправильно пониматься. Dann wirst du immer alles irgendwie falsch verstehen. Итак, смотрите. Also, lasst uns schauen. Писание говорит, что они будут наречены сынами Божьими. In der Bibel steht, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Они будут иметь какой-то титул или звание. Sie werden einen gewissen Titel oder einen Namen haben. Почему-то оно называется сыны Божьи. Und aus einem bestimmten Grund wird hier der Begriff Söhne Gottes. Поэтому второй Punkt, который нам нужно разобрать. Und der zweite Punkt, den wir jetzt thematisieren müssen. Кто такие сыны Божьи? Wer sind die Söhne Gottes?
Кто они такие? Wer sind sie? И почему Богу так важно? Und warum ist es für Gott so wichtig, что те, которые творят мир, dass die den Frieden schaffen, они нарекутся сынами Божьими. Zu Söhnen Gottes werden. Смотрите, у меня есть множество мест здесь. Und ich habe hier einige Stellen о сынах Божьих. Über Söhne Gottes vorbereitet. Но мы не будем их все сейчас перечислять. Wir werden aber nicht alle jetzt hier. Я просто буду вам говорить высказывание. Ich werde es einfach nur kurz erklären. Что говорит Библия? Was die Bibel sagt. Библия говорит: Сыны Божьи, взойдите на гору. Die Bibel sagt: Söhne Gottes, kommt herauf auf den Berg. Или войдите в славу Господню. Oder kommt ein in die Herrlichkeit des Herrn. Или Псалм говорит нам. Oder Psalm sagt uns, он говорит, что сыны Всевышнего все вы. Dass ihr alle Söhne des Höchsten. Или пророк Хозея говорит. Oder der Prophet Hosea sagt. Он говорит: Вы народ мой. Ihr seid mein Volk. Буду говорить к вам. Ich werde zu euch sprechen. Потому что вы сыны Всевышнего. Weil ihr die Söhne des Allerhöchsten seid. Вот интересно. Ist interessant. Матфея 13:38. Matthäus 13:38. Там написано, что это сыны царствия. Dass das Söhne des Königreichs sind. Тебе не надо искать, okay. Ты так переводишь. Хорошо. Это сыны царствия. Das sind Söhne des Reiches, Kinder des Reichs. И там же Иисус говорит. Und genau da sagt Jesus auch. Есть сыны царствия. Es gibt die Kinder des Reichs. И есть сыны лукавого. Und Kinder des Bösen. Вот интересно. Ist interessant. Потом дальше Римлянам нам говорит. Dann in Römer wird uns gesagt, что все водимые Духом Божьим, dass alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, суть сыны Божьи, Kinder Gottes sind. Ого. То есть есть какие-то условия, понимаете? Also es gibt gewisse Bedingungen, versteht ihr? И опять же, первое Фессалоникийцам говорит, что. Und in 1. Thessalonicher steht geschrieben, dass. Апостол Павел говорит: Вы сыны света. Apostel Paulus sagt, ihr seid Kinder des Lichts. Вы сыны дня. Ihr seid Kinder des Tages. А не сыны ночи. Und nicht der Nacht. То есть, если в нас есть Дух Святой, also wenn in uns der Heilige Geist ist, то мы сыны Божьи. Dann sind wir Kinder Gottes. Если мы водимы ими, und wenn wir von ihm geleitet werden, если мы отказываемся от воспитания Божьего, wenn wir uns von der Erziehung Gottes lossagen, послание к евреям говорит нам, dann sagt der Hebräerbrief uns, то там написано, то вы не сыны тогда. Dann steht dort, dann seid ihr keine Kinder. То есть, если мы от Бога хотим только, Господи, благослови, also wenn wir von Gott nur wollen, Herr, segne, но не воспитывай меня, aber forme mich nicht oder erziehe mich nicht, то мы опять не сыны. Dann sind wir wiederum keine Kinder. Опять Писание говорит, есть сыны света, сыны лукавого. Und die Schrift sagt wiederum, es gibt Söhne oder Kinder des Lichts und des Bösen. И Бог называет Израиль, und Gott nennt Israel, очень часто мои дети, sehr oft als seine Kinder, или мои сыны, oder meine Söhne. Давайте немножко остановимся на этом. Und lass uns bei diesem Thema kurz stehen bleiben. Что такое сыновство? Was bedeutet die Sohnschaft? Сыновство. Sohnschaft. У нас у всех есть родители, да или нет? Wir alle haben Eltern, ja oder nein? Кто-то знает своих родителей. Jemand kennt seine Eltern. Кто-то знает только маму. Jemand kennt nur seine Mutter. А есть те, кто вообще не знает ни маму, ни папу. Und es gibt diejenigen, die weder Mutter noch Vater kennen. Но эти родители все равно есть. Aber die Eltern sind ja da. И как правило, мы в себе носим гены наших родителей. Und in der Regel tragen wir in uns die Gene unserer Eltern. И мы замечаем в себе поступки. Und wir merken an uns Taten. Мы замечаем в себе тенденции определенные. Oder gewisse Tendenzen. Которые отражают поступки наших родителей. Die die Taten unserer Eltern spiegeln. Очень странно всегда. Es ist sehr merkwürdig. Что если чьи-то родители развелись. Dass von jemandem die Eltern sich getrennt haben. То, как правило, дети или не женятся. Dann ist es in der Regel so, dass die Kinder entweder nicht heiraten. Или тоже разводятся. Oder sich dann auch scheiden lassen. Если родители имели тенденцию жить как-то, und, вот, у них было определенное мышление. Und wenn die Eltern eine Tendenz hatten, auf gewisse Art und Weise zu denken und zu leben,
Странно, но у детей появляются подобные вещи. Es ist seltsam, aber bei den Kindern kommen dann ähnliche Denkweisen hervor. Чьи мы дети? Von wem sind wir die Kinder? Знаете, у меня прекрасные родители. Und wisst ihr, ich habe wundervolle Eltern. Отец мой уже на небесах. Mein Vater ist schon im Himmel. И моя мама, слава Богу, еще живет. Und meine Mutter, Ehre sei Gott, sie lebt noch. И я вижу, что есть определенные качества. Und ich sehe, dass es gewisse Eigenschaften gibt, в моем характере. Ihre Eigenschaften in meinem Charakter vorhanden sind. И я даже знаю, что есть определенные качества от моих дедов, прадедов. Und ich weiß sogar, dass ich gewisse Eigenschaften von meinem Großvater oder Urgroßvater habe. Но так как люди все очень разные. Und da die Menschen eben sehr verschieden sind и нету перфектных родителей, und es keine perfekten Eltern gibt, если мы будем осознавать себя детьми наших родителей только, aber wenn wir erkennen werden, dass wir nur die Kinder unserer Eltern sind, то мы всегда будем с нашими недостатками. Dann werden wir immer mit unseren Mängeln Probleme haben. Вы здесь? Seid ihr hier? И мы вроде бы кем-то рождены. Und wir sind ja von jemandem geboren, offensichtlich. Но у нас сердце будет сиротское. Aber unser Herz wird ein Waisenherz bleiben. Вы скажете, какое это отношение сейчас к миру имеет? Und was hat das jetzt eine, was für eine Beziehung hat das jetzt zum Frieden, wirst du vielleicht sagen? А теперь давайте пойдем с другой стороны. Lass uns das jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten. Если у меня нету правильного понимания, чей я сын. Wenn ich kein richtiges Verständnis davon habe, wessen Sohn ich bin. Ну, я про девочек и женщин наших тоже говорю. Ich spreche auch von den Mädchen Когда und von говорю, den Frauen. Сыновство, это значит всех касается. Wenn ich Sohnschaft meine, dann meine ich alle. Мы сейчас не будем эти профессорин und профессорин. Wir werden jetzt nicht die Endungen hier anpassen. Kein Gender hier. Нам надо на нашей церкви повесить большой плакат. Wir müssen so ein großes Plakat anbringen an unserer Gemeinde. No gender. No gender. Послушайте. Hört mal. Есть дети, которые мучаются от недостатков своих родителей. Es gibt Kinder, die quälen sich wegen der Mängel ihrer Eltern. Я как-то смотрел очень давно еще такую передачу. Und ich habe mir mal vor langer Zeit eine Sendung angeschaut. Как один парень, wie ein junger Mann. Он жил в семье безработных. Er lebt in einer Familie von Arbeitslosen. И в тайне от всей семьи. Und im Geheimen vor der ganzen Familie. Он всегда учил уроки. Hat er Hausaufgaben gemacht. И старался хорошо учиться. Und hat sich bemüht, gut zu lernen. Поступил в гимназию. Ist ins Gymnasium gekommen. И закончил гимназию. Und hat es auch abgeschlossen. И потом поступил в университет. Ist dann an die Uni gekommen. А его все братья. Und alle Brüder. Родители. Und die Eltern. Ну, такие бродяжнички образ у них был. Они все безработные. Die waren alle ohne Arbeit. Всегда пили пиво, сидели там. Saßen ständig da, ein Bier getrunken. А он всегда где-то прятался и учил. Und er hat sich irgendwo versteckt und hat gelernt. И он по-другому одевался. Und er hat sich anders angezogen. И они его за это били. Und sie haben ihn deshalb geschlagen. Они его ненавидели. Sie haben ihn gehasst. Потому что он стал другим. Weil er anders wurde. Он не вписывался в их семью. Er hat nicht in ihre Familie hineingepasst. Какие бы у нас хорошие родители не были. Egal wie gut unsere Eltern auch sein mögen. По отношению к Богу. In der Beziehung zu Gott. Ты не будешь вписываться. Wirst du nicht в нормальные стандарты. In den normalen Standard hineinpassen. Вы здесь? Seid ihr hier? И поэтому есть что-то. Und deswegen gibt es etwas, что должно в нас родиться. Das in uns geboren werden muss. Внутри нас. In uns. И это рождается только Духом Божьим. Und das wird nur durch den Geist Gottes geboren. Где однажды, wo einst, когда ты все свои грехи отпустил, wenn du alle deine Sünden losgelassen hast, когда ты поверил в Сына Божьего, wenn du an den Sohn Gottes geglaubt что hast, он умер за твои грехи, dass er für deine Sünden gestorben ist, и он несет тебе что-то новое, und er bringt dir etwas Neues, он дает тебе жизнь, er gibt dir Leben, и вдруг внутри, und dann innerlich, ты перерождаешься, wirst du wiedergeboren,
Und bei dir auf einmal kommt ein neuer Vater hervor. Gott. Und du spürst in dir, du spürst, dass du ein Sohn bist, des Höchsten. Du spürst in dir, dass du kein Weise mehr bist. Du brauchst nicht mehr irgendwo aufholen, irgendetwas beweisen. Du brauchst nicht mehr irgendetwas suchen, um inneres Vergnügen zu erleben. Du leidest nicht mehr unter Minderwertigkeitskomplexen. Weil in dir gibt es das Bewusstsein. Ich bin ein Sohn. Ich bin eine Tochter. Ich bin geboren von Gott. Und es ist in mir dieses Vergnügen, dieser Frieden, diese Ruhe, diese Hoffnung. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Und als ich in der Armee war, in der Sowjetunion, war ich noch nicht bekehrt, aber ein wenig gläubig. Ich war ein wenig gläubig. Und als ich eines Nachts dort Nachtwache hatte, da stand ein Klavier. Niemand war da. Und ich habe mich hingesetzt, gespielt. Und die christlichen Lieder, die ich kannte, habe ich gesungen. Niemand war da. Ein großes Gebäude. Pianino, das Klavier. Ночь, Nacht. Я, und ich. И Бог. Und Gott. Пел, und ich habe gesungen. Плакал, geweint. Пел, gesungen. Радовался, habe mich gefreut. И осознавал, und erkannt. Я, ich не один, bin nicht allein. У меня есть, ich habe мой, meinen Отец. Vater. Und er sieht mich. Ich singe ihm. Ich weine. Es ist schwer für mich. Aber er sieht mich. Er weiß. Und er versteht. Und das ist der Sieg. Und das ist das, was in uns sein sollte. Die Sohnschaft. Die Sohnschaft. Und dann. Нам очень легко быть миротворцами. Es ist sehr leicht für uns, Friedensschaffer zu sein. Вы здесь? Seid ihr hier? Другими словами, mit anderen Worten, мы никогда не сможем быть миротворцами. Wir können niemals die Friedfertigen sein, если мы не родимся свыше. Wenn wir nicht von neuem geboren werden. Да, мы может будем стараться. Ja, wir können uns bemühen. Мир. Frieden. Мир. Frieden. И третий пункт. Und der dritte Punkt. Это мир любой ценой. Ist der Frieden um jeden Preis? Я его называю мир любой ценой. Ich nenne es den Frieden um jeden Preis. Давайте помиримся. Oh, lass uns versöhnen. Знаете, иногда вот люди, они думают. Und manchmal denken die Menschen. Почему бы нам не помириться с дьяволом? Warum sollten wir nicht Frieden mit dem Teufel schließen? Ну, есть люди, которые не верят, конечно, в него. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht an ihn glauben. Я всегда помню это высказывание человека. Und ich erinnere mich immer wieder an diese Aussage von einem Menschen. Какой-то фильм был такой. Es war in einem Film. А, мне подсказывают, die üblichen Verdächtigen. Ich bekomme hier einen Tipp, es ist wohl die üblichen Verdächtigen. И там один человек говорит. Und da sagt einer, Бандит. Ein Bandit. Он говорит. Und sagt. Самая большая хитрость дьявола. Die größte List oder der größte Trick des Teufels. В том, что он убедил мир. Liegt darin, dass er die Welt davon überzeugt hat, dass er nicht existiert. Und viele Menschen wollen wirklich nicht an den Teufel glauben, aber auch nicht an Gott glauben. Und das Interessanteste ist, dass der Teufel, er sagt, ich existiere nicht. Und Gott existiert auch nicht. Никого нет. Es gibt niemanden. Und Gott sagt, ich bin noch da. Und dieser Böse da ist auch da.
Мир любой ценой. Der Friede um jeden Preis. Слушается хорошо, правда? Klingt doch gut, oder? На самом деле, aber in Wahrheit, это зло. Ist das böse. Мы не можем достигать мир любой ценой. Wir können nicht den Frieden um jeden Preis erreichen. И в этом как раз глубина. Und darin liegt die Tiefe. Слово Божьего и принципов Божьих. Des Wortes und der Prinzipien Gottes. Вы здесь? Seid ihr hier? Давайте посмотрим один пример. Lass uns ein Beispiel anschauen. Был на земле такой царь. Es gab auf der Erde so einen König. Иосафат. Йошафат. Первое Könige, это какое царство там? Третье царство, да? Третье царство, 22 глава. Erste Könige, 22. Второй, со второго по пятый стих. Von 2 на третий год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. So, im dritten Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel hinab. Для тех, кто не совсем понимает. 1. Könige 22:2. Иосафат был царь иудейский. Für die, die es nicht verstehen, Josaphat war der König von Juda. Давайте скажем иудейский, чтобы вы запомнили. Lass uns das aussprechen, Juda. Juda, damit ihr euch das merkt. Ахав aber был царь израильский. War der König von Israel. Скажи израильский. Sag es auch, Israel. Israel. И Иудея. Und Juda. Итак, иудейский царь Иосафат. Und so, der König von Juda, Josaphat. Он слушался Бога. Hat auf Gott gehört. И старался исполнить все, что Бог хочет. Und hat sich bemüht, das auszuführen, was Gott gewollt hat. Ахав, израильский царь. Aber Ахав, der König von Israel. Это был беззаконник. Das war ein Gesetzloser. Его жена была Изабель. Seine Frau war Isabel. И он делал зло. Und hat viel Böses getan. Очень много зла. Sehr viel Böses. Поклонялся идолам. Er hat Götzen angebetet. И пренебрегал Богом. Und hat Gott abgelehnt. И теперь смотрите. Und jetzt schaut. Псалом первый. Der erste Psalm. Говорит нам о том. Sagt uns davon. Чтобы мы не сидели в собрании развратителей. Dass wir nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. И если вы будете внимательно читать Библию, und wenn ihr die Bibel aufmerksam lesen werdet, Библия нам очень конкретно говорит, dann sagt uns die Bibel sehr genau, не соединяйся с нечестивым. Verbinde dich nicht mit den Unreinen. Вы здесь? Seid ihr hier? Это говорит о чем? Worüber spricht das? Что мы не можем заключать мир, dass wir nicht Frieden schließen können, с определенными движениями, mit gewissen Bewegungen, и с определенными людьми, und mit gewissen Menschen. О, сейчас уже у кого-то появляются мысли. Und bei einigen kommen jetzt Gedanken hoch. Этот Александр Эп. Dieser Alexander Epp. Знаете, последние пару месяцев und wisst ihr, in den letzten Monaten, я стал очень любимым человеком, wurde ich zu einem sehr geliebten Menschen, у многих людей. Bei vielen Menschen. Даже уже позавчера уже радио позвонило нам. Vorgestern hat sogar das Radio bei uns angerufen. И мы уже очень известны. Und wir sind schon sehr berühmt. Это такая реклама. Das ist so eine Werbung. Много газет уже про нас написали. Also viele Zeitungen haben schon über uns berichtet. Не важно, что они плохо пишут. Ist ja egal, dass sie schlecht über uns schreiben. Но они пишут. Aber sie schreiben über uns. Я думаю, что мы им сдались? Und ich dachte, warum haben wir uns da? Какая-то маленькая церковь. So eine kleine Gemeinde. Что-то там делают. Die macht irgendwas. Ну, чур, дел больше нету, что ли? Ja, habt ihr nichts mehr zu tun, oder столько was? Всего в мире. Es gibt so viel in der Welt. В городе столько всего. In der Stadt passiert so viel. Нет, надо про нас писать. Nein, man muss über das Vera-Forum уже schreiben. Две передачи по телевидению. Schon zwei Sendungen im Fernsehen über uns. И сейчас теперь радио звонит. Und jetzt ruft das Radio noch an. Ну, я надеюсь, что это будет хорошая передача. Und ich hoffe, dass es eine gute Sendung geben wird. Очень хорошая. Eine sehr gute. Господь поможет нам. Und der Herr möge uns helfen. И кто хочет что-то увидеть хорошее, und wer etwas Gutes sehen möchte, он всегда увидит. Wird es auch immer sehen. Итак, смотрите. Und jetzt schaut. Иосафат, царь добрый, который любит Бога, und Josaphat, der gute König, der Gott liebt, соединяется с царем, verbindet sich mit dem König, который беззаконник, der ein Gesetzloser ist, и заключает с ним мир. Und schließt Frieden mit ihm. Заключаем мир с тобой. Und sagt, komm, lass uns Frieden schließen. Ну, можно было мир заключить. Man hätte ja den Frieden schließen können. Но
не общаться сильно. Aber nicht viel Gemeinschaft haben. Знаете, иногда можно заключать мир. Und wisst ihr, manchmal kann man den Frieden schließen. Но пускай кушает каждый за своим столом, правильно? Aber jeder soll doch an seinem Tisch essen, richtig? Сейчас немножко в сторону убежим. Wir weichen jetzt etwas ab. Библия нам говорит, что мы должны прощать. Die Bibel sagt uns, dass wir vergeben sollen. Да, это тоже мир. Ja, das ist auch Friede, versteht ihr? Ein gewisser Friede. Но Библия не говорит нам, aber die Bibel sagt uns nicht, что у нас всегда получится кушать с теми, кого мы простили. Dass es uns immer gelingen wird, mit denen im Nachhinein gemeinsam zu essen, denen wir vorher vergeben haben. Я вспоминаю одну историю. Und ich erinnere mich an eine Geschichte. Ну, злая история. Es ist eine böse Geschichte. Отчим, или, ну как, как это, отчим, да? Штифата, да? Полез к своей, ну не к своей, а вот к этой, к девочке к одной. Der Stiefvater ist zu einem Mädchen gegangen. И сексуально ее использовал. Und hat sie sexuell missbraucht. Она начала болеть. Und sie wurde krank. У нее появилась астма. Sie hat Asthma bekommen. И когда она пришла к одному пастору, und als sie dann später zu einem Pastor gekommen ist, also die Mutter hat sie dorthin geführt, и этот пастор сказал, und dieser Pastor hat gesagt, тебе надо его простить. Du musst ihm vergeben. Она, конечно, боролась. Sie hat natürlich damit gekämpft. И потом все-таки простила его. Und dann im Endeffekt doch vergeben. И когда она его простила, und als sie ihm vergeben hat, у нее исчезла астма. Ist das Asthma verschwunden. Она мгновенно исцелилась. Sie wurde sofort geheilt. И она пришла домой. Und sie kam nach Hause. И опять стала улыбаться этому отчиму. Und hat diesem Stiefvater wieder zugelächelt. Она-то его простила. Sie hat ihm ja vergeben. Но он-то не изменился. Aber er hat sich doch nicht verändert dadurch. И он опять стал к ней лезть. Und er hat sie wieder da belangt. И у нее опять появилась астма. Und sie hat wieder das Asthma bekommen. Понимаете, о чем мы здесь говорим? Versteht ihr, worüber wir hier reden? Что такое мир? Was ist Friede? И с кем мы заключаем мир? Und mit wem schließen wir Frieden? На каких условиях? Unter welchen Bedingungen? Итак, Иосафат, also Josaphat, идет к царю иудейскому, geht zu dem König von Juda, заключает мир, schließt Frieden, и тогда царь израильский, und dann hat der König von Israel, третий стих, говорит, in Vers 3, слугам своим, hat zu seinem Knecht gesprochen. Знаете ли, что Рамав Галатский наш? Wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead uns gehört? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. Und wir sitzen still und entreißen es nicht der Hand des Königs von Aram. Что-то неправильно тут делается. Also hier wird etwas falsch gemacht. Надо его забрать назад. Man muss es wieder zurücknehmen. И сказал Иосафату. Und er sprach zu Josaphat. Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамафа Галатского? Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? И Иосафат сказал царю израильскому. Und Josaphat sprach zum König von Israel. Знаете, сердце так открылось. Wisst ihr, das Herz hat sich so geöffnet. Расположилось. Und war ihm zugeneigt. Мир же заключили. Sie haben ja Frieden geschlossen. И он говорит, как ты, так и я. Und er sagte, so wie du, bin auch ich. Как твой народ, так и мой народ. So wie es dein Volk ist, ist es auch mein Volk. Как твои кони, так и мои кони. So wie deine Pferde sind, es auch meine Pferde. Знаете, иногда такое бывает. Und manchmal ist es so. У меня тоже иногда такое бывает. Bei mir ist es auch manchmal so. Знаете, располагаюсь прям. Dann ist mein Herz zugeneigt. Все готов отдать. Und ich bin bereit, alles zu geben. Всем помочь. Allen zu helfen. Особенно, когда моей жены рядом нет. Besonders, wenn meine Frau nicht in der Nähe ist. Нету этого голоса, знаете. Dann gibt es nicht diese Stimme, wisst ihr. Не садись на пенек. На пенек? Не ешь пирожок. Okay, ist ein russisches Sprichwort? Nein, das ist ein Märchen. Ein Märchen? Von dem Mascha, die hinten im Rucksack saß. Und hat immer gesagt, mach das nicht. Okay. И тут Иосафат вспоминает, что он верующий. Und da erinnert sich Josaphat, dass er gläubig ist. И говорит, спроси сегодня, что скажет Господь. Und er sagt, befrage doch heute das Wort des Herrn. А царь израильский говорит,
Und dann sagte er dann, ja, was soll man da noch fragen? Und dann befragen sie den Herrn. Und alle Propheten sagen, du wirst gewinnen, du wirst gewinnen, du wirst gewinnen. Denn wenn ein unreiner Mann da ist, dann sind auch hinter ihm unreine Propheten. Seid ihr hier? Когда есть беззаконник, wenn es einen Gesetzlosen gibt, то у него обязательно появятся беззаконные пророки, dann werden unbedingt hinter ihm gesetzlose Propheten aufstehen, правильно сделал, die ihm sagen werden, richtig hast du es gemacht, молодец, gut gemacht, пойдешь, du wirst hingehen, успех будет, und der Erfolg wird mit dir sein, все будет у тебя хорошо, alles wird bei dir gelingen, делай так, mach es so, Господь с тобой, der Herr ist mit dir. Und Josaphat hat verstanden, irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht ist noch jemand da. Es gibt noch einen. Michael. Micha. Er sagt immer in die andere Richtung. Er spricht immer gegen mich, die ganze Zeit, sagt er. Und wisst ihr, недавно слушал одного большого человека. Vor kurzem habe ich einer großen Persönlichkeit zugehört. Ein sehr, sehr großer Pastor. Alle ehren ihn. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er so Gutes getan hat. Aber alle hören auf ihn. Auf der ganzen Welt. Und er hat so einen Satz gesagt. Ich lese mir alle Prophetien durch über unsere Stadt. И только хорошие читаю пророчества. Und lese nur die guten Prophetien. Плохие пророчества я сразу выкидываю в мусорное ведро. Die schlechten Prophezeiungen, die schmeiße ich sofort in den Müll. Вот это современное христианство. Das ist das moderne Christentum. Говори хорошее. Sprich das Gute. Тогда мы тебя будем любить. Dann werden wir dich auch lieben. И если ты что-нибудь скажешь не то, что нам нравится. Aber wenn du etwas sagen willst, was uns nicht gefallen wird. Что-нибудь не ободряющее нас. Etwas, was uns nicht ermutigt. Это все в мусорное ведро сразу. Dann landet das alles sofort im Müll. Это все не от Бога. Das ist nicht von Gott. Оно нас не ободряет. Aber er ermutigt uns nicht. И вот пророк Михей говорит, погибнете все. Und der Prophet Micha sagt, ihr werdet alle umkommen. Иосафат. Und Josaphat. Не послушался тоже. Hat auch nicht gehört. И вот мы смотрим 30 стих. Und im Vers 30 schauen wir dann. И царь израильский, то есть Ахав, говорит Иосафату. Und der König von Israel, also Ахав, sprach zu Josaphat. Вот интересно, слушайте внимательно. Es ist interessant, hört genau hin. Вот хитрая натура подлых людей. Die listige Natur der bösen Menschen. И я переоденусь и вступлю в сражение. Ich will verkleidet in den Kampf ziehen. А ты надень свои царские одежды. Du aber ziehe deine Gewänder an. И он переоделся и вступил в сражение. So verkleidete sich der König von Israel und zog in den Kampf. Царь израильский. Aber der König von Aram. Сирийский царь. Aber der König von Aram. То есть на кого они нападают? Also den sie angreifen wollten. Сказал убейте Ахава. Hat gesagt, tötet Ahab. Царя убейте. Tötet den König. А что сделал Ахав? Und was hat Ahab gemacht? Он переоделся. Er hat sich umgezogen. А Иосафат в царской... Да, ты будь царем. Aber Josaphat sollte als König da auftreten, hat er gesagt. И сирийцы нападают на Иосафата. Und die Aramäer, die fallen auf Josaphat. И он начинает кричать, Господи! Die attackieren und er schreit zum Herrn, Herr! Господи! Herr! Помоги мне! Hilf mir! Спаси меня! Rette mich! С кем ты связался? Mit wem hast du dich da verbunden? Мир? Friede? Мир хотел. Du wolltest den Frieden? Но мир только на вытянутую руку. Aber Friede nur mit ausgestreckter Hand. Вы здесь? Seid ihr hier? Нет, мир. Nein, Friede. Как ты, так и я. So wie du, so auch ich. А тот, у того уже хитрость своя. Und der hat schon seine List. И если убьют, то его. Ja, wenn jemand getötet wird, dann er. Он же царь. Er ist ja der König. Подумают, что он царь. Man wird denken, dass er der König ist. И вот эта хитрость сработала. Und diese List hat funktioniert. У него жена была Изавель. Die Frau von ihm war ja Isabel. Он от нее научился уже. Von ihr hat er es gelernt. Хитрить. Listig zu sein. Крутить, манипулировать. Zu manipulieren. Не связывайся никогда с нечестивым. Und verbinde dich niemals mit den Unreinen. А знаете, есть люди, они не понимают этих законов. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die verstehen diese Gesetze nicht. Ich werde niemals mit einem Pastor eine Sache starten,
Его жизнь не, не чиста. Wenn ich weiß, dass sein Leben nicht rein ist. А тем более, und besonders, смотрите, schaut mal, это закон. Das ist ein Gesetz. Это правила духовные. Eine geistliche Regel. Вот сидит человек. Es ist ein Mensch. И ругается на другого человека. Und schimpft jemand anderen an. И говорит грязные слова на власть имеющих. Und sagt dreckige Worte über die, die Autorität haben. Понимаете, да? Versteht ihr? Мы должны уважать власть. Wir müssen ja die Obrigkeit, also die Regierung, die Autorität, die Lehrer. Мы должны уважать своих шефов на die работе. Chefs ehren auf der Наше Arbeit. Правительство должно уважать. Unsere Regierung müssen wir ehren. Наших лидеров должно уважать. Unsere Leiter müssen wir ehren. Die, die uns vorstehen. И также пастыря. Und auch die Pastoren. Не только меня. Nicht nur mich. Любого. Jeden. И ты, вот сидит человек. Und da sitzt ein Mensch. И он ругается. Und er schimpft. Неважно на кого. Egal auf wen. А, этот шеф такая свинья. А, dieser Chef ist so ein Schwein. Следующее, что он будет говорить. Und das nächste, was er sagen wird. Этот пастор, это такая свинья. А, dieser Pastor ist so ein Schwein. Это мой лидер такой, вообще не поймет, что. Ach, und den Leiter kannst du überhaupt gar nicht verstehen. Садись с ним, покушай. Setz dich mit ihm hin und esse. Его грязь перейдет на тебя. Und sein Dreck wird auf dich übergehen. И наказание, которое он заслужил. Und die Strafe, die er verdient hat. Ты получишь. Wirst auch du bekommen. Вы здесь? Seid ihr hier? Наказание, которое он получил. Die Strafe, die er bekommen hat. Ты получишь. Wirst auch du bekommen. Вы здесь? Seid ihr hier? Люди, которые не понимают этих законов. Und die Menschen, die diese Gesetze nicht verstehen. Разговаривают с лисами. Die reden mit Füchsen. Mit Füchsen. Да. Ja. Колобок, колобок. Я тебя съем. Heute ist Märchenstunde. Es ist wieder ein russisches Märchen. Не разговаривай с лисой. Sprich nicht mit dem Fuchs. Она тебя съест. Er wird dich auffressen. Ее проблема на тебя перейдет. Und sein Problem wird auf dich übergehen. Я помню, как один пастор... Я с ним имел контакт. Und ich erinnere mich, wie ich mit einem Pastor Kontakt hatte. И он оставил свою семью. Und er hat seine Familie hinter sich gelassen, also sie verlassen. Он бросил свою жену. Er hat seine Frau verlassen. И я с ним поговорил по телефону. Und ich habe mit ihm telefoniert. И я с ним разговаривал как друг с другом. Und habe mit ihm wie von Freund zu Freund gesprochen. И я его не обличал. Ich habe ihn nicht zurechtgewiesen. И я его хотел поддержать как-то. Ich wollte ihn irgendwie unterstützen. И думал, через это он вернется к своей семье. Und dachte mir, dass er dadurch zu seiner Familie zurückkehren wird. Знаете, что на меня пришло? Aber wisst ihr, was dann zu mir gekommen на ist? На меня пришли те же проблемы, какие были у него. Zu mir kamen dieselben Probleme, die auch er hatte. И потом я помолился. Dann habe ich gebetet. Сказал, Господь, hab gesagt, Herr, я разделяюсь с этим человеком. Ich trenne mich ab von diesem Menschen. Я разделяюсь с этим человеком. Ich trenne mich ab von diesem Menschen. Я не хочу с ним больше ничего иметь общего. Ich möchte nichts Gemeinsames mehr mit ihm haben. Вы здесь, вы понимаете меня? Seid ihr hier, versteht это ihr mich? Это духовный закон. Das ist ein geistliches Gesetz. Не сиди с беззаконником за одним столом. Sitze nicht mit den Gesetzlosen an einem Tisch. Я не говорю с неверующими. Ich spreche nicht von Ungläubigen. Я не говорю с людьми этого мира. Ich spreche nicht von den Leuten dieser Welt. Там всякие люди. Da gibt es allerhand Menschen. Они грешники. Sie sind Sünder. И мы их любим. Und wir lieben sie. И мы хотим их спасти. Und wir wollen sie retten. Но когда мы их хотим спасти, aber während wir sie retten wollen, мы не соединяемся с ними в их мыслях. Verbinden wir uns nicht mit ihren Gedanken. Вы здесь? Seid ihr hier? Мир. Friede. Не должен быть. Sollte nicht. Um jeden Preis. Um jeden Preis sein. Вы здесь? Seid ihr hier? Мир должен быть миром. Friede sollte Frieden sein. Он должен в конце принести тоже мир. Sollte auch im Endeffekt Frieden bringen. И четвертый пункт. Und der vierte Punkt. Как же все-таки нам быть людьми мира? Wie können wir im Endeffekt Menschen des Friedens sein? Первое. Erstens. В четвертом пункте первое. Also im vierten Punkt, der erste Punkt. Иметь мир внутри себя. Frieden in sich haben. Это я уже говорил. Das habe ich schon gesagt. Иметь стержень. Такой, иметь стабильность. Also Stabilität in sich zu внутри haben. Внутри себя. In sich. И Иисус сказал. Und Jesus sagte. Лука 19:42. Lukas 19:42. О, если бы ты хотя бы в день, хотя в всей день узнал, что служит миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих. So, Moment, ich hab's
Jesus говорит об Иерусалиме. Ja, wenn du auch erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Если бы ты знал, wenn du es erkannt hättest, то есть нам нужно знать, also wir müssen wissen, что служит к миру, was dem Frieden dient. Нам нужно знать Бога, wir müssen Gott kennen, и иметь внутри его. Und ihn in uns haben. И тогда этот мир, который внутри нас, und dann wird dieser Frieden, der in uns ist, он будет нами руководить, uns auch führen. Скажи, руководить. Sag es, führen. Seid ihr hier? Вы устали? Seid ihr müde? Мир внутри нас, Frieden in uns, он должен нами руководить, sollte uns führen. И ты будешь знать, как поступать. Und du wirst wissen, wie du handeln sollst. Почему Иисус нам сказал? Und wieso sagt uns Jesus? Не мстите за себя. Rächt euch nicht. Не мстите за себя. Rächt euch nicht an как anderen. Как мы можем посеять мир? Wie können wir den Frieden sehen? Это люди, которые делают зло. Das sind Menschen, die Böses tun. Что мы делаем? Und wie reagieren wir? Мы им делаем добро. Wir antworten mit Gutem. Он тебе на работе там твой инструмент спрятал. Auf der Arbeit hat da dein Werkzeug versteckt. Или запачкал чем-то. Oder irgendwas oder irgendwie beschmutzt. А ты его инструмент почисти, разложи хорошо. Und du gehst hin und reinigst sein Werkzeug und legst es ordentlich hin. Вот это мир. Das ist Frieden. Seid ihr hier? Вот это мир. Das ist Frieden. Когда человек тебе сказал плохое слово на тебя. Wenn ein Mensch dir ein böses Wort gesagt hat. Ты ему не говоришь плохое слово назад. Du aber kein böses Wort zurücksagst. Ты говоришь, а я ценю в тебе вот хорошее качество. Dann sagst du, ich schätze an dir diese und diese Eigenschaft. Ты так ухаживаешь за своей машиной. Du achtest so gut auf dein Auto. Ты, наверное, очень чистоплотный человек. Du bist wahrscheinlich ein sehr, ты такой молодец. Ein sehr, sehr guter Mensch. А он тебе говорит, ты свинья. Und sagt dir, du bist ein Schwein. А ты ему говоришь, а ты очень чистоплотный. Und du sagst ihm, du bist ein sehr, я уважаю тебя. Ich schätze dich sehr. Я уважаю тебя. Ich schätze dich sehr. Ты молодец. Du bist gut. Хороший ты человек. Ein guter Mensch bist du. Ну, может, не во всем. Vielleicht nicht in allem. Ну, хороший. Aber gut. Смотрите. Schaut mal. 2 Тимофею 2:22. 2 Тимофею 2:22. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. So fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. У меня вот нету времени на это как бы распространяться сильно. Ich habe keine Zeit, mich da jetzt zu vertiefen. Но Писание здесь говорит. Aber die Schrift sagt hier, что мы должны особенно искать мира. Dass wir besonders den Frieden suchen sollten. С призывающими Господа. Mit denen, die den Herrn anrufen. И мы должны Римлян 4:19, может не открывать. Okay, und Römer 4:14-19. Говорит о том, что мы должны искать того, что служит к миру. Dass wir das suchen sollen, was zum Frieden dient. Вот понимаете, ситуация трудная. Versteht ihr, eine schwierige Situation. И мы должны искать, что служит к миру. Und da müssen wir dann suchen, was zum Frieden dient. Не постоянно искать, как поссориться дальше. Nicht suchen, wie man sich weiter streiten kann. А просто сесть и подумать. Sondern sich hinsetzen und nachdenken. Как прекратить эту ссору? Wie kann man diesen Streit beenden? Как прекратить эту вражду? Wie kann man diese Feindschaft beenden? Как закончить это все зло? Wie kann man das Böse beenden? Amen. Amen. У меня есть такая привычка. Ich habe so eine Gewohnheit. Это от моего отца, кстати. Das ist von meinem Vater. Мой отец всегда писал письма. Mein Vater hat immer Briefe geschrieben. И я всегда пишу письма. Und ich schreibe auch immer wieder Briefe. А если кто-то меня сильно раздражает, und wenn jemand mich sehr aufregt, я потом со временем пишу ему письма. Dann schreibe ich ihm mit der Zeit dann einen Brief. Чтобы все так, um alles wieder runterzufahren. Ich bemühe mich. Не всегда получается. Es klappt nicht immer. Второе. Zweitens, это воспитывать себе характер. Das ist in sich den Charakter anzuerziehen. Давайте скажем характер. Lass uns das auch sagen. Charakter. 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 Charakter миротворца. Den Charakter eines friedfertigen смотрите, Menschen. 2 Тимофею 2. 2 Тимотеус 2. 24. 24. Написано. Da steht. Рабу же Господа не должно ссориться. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Но он должен быть приветливым ко всем. Sondern milde sein gegen jedermann. Учительным, незлобливым. Fähig zu lernen, zu lehren, geduldig. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Geduldig im Ertragen von Bosheiten, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte. Это характер. Zur Erkenntnis der Wahrheit. Das ist der Charakter. Und in 1. Thessalonicher ist davon geschrieben, 5, будьте в мире между собою. Seid im Frieden miteinander. И дальше он говорит, und weiter sagt er, умоляю, ich bitte euch, вразумлять бесчинных,
Утешайте малодушных, 14 стих. Поддерживайте слабых. Будьте долготерпеливы ко всем. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Долготерпеливым. Seid langmütig. Скажи долготерпеливым. Sag langmütig. Долготерпеть. Lang. Это значит мир. Also lange geduldig zu sein oder langmütig zu sein, das ist Frieden. Amen. Amen. Ну и здесь Писание говорит, что если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Und in der Schrift steht, dass soweit es an euch liegt, haltet den Frieden mit jedermann. И давайте последнее. Und lasst uns jetzt den letzten Punkt anschauen. Еще один пункт мы его пропустим. Ein Punkt werden wir überspringen. Чтобы мы хранили мир в сердце. Dass wir den Frieden im Herzen bewahren чтобы sollen. Мы не осуетились. Dass wir nicht diesem Stress это verfallen. Третий пункт. Das ist der dritte Punkt. Мир в сердце. Frieden im Herzen. И четвертый, последний пункт. Und der letzte Punkt, der vierte Punkt. Не пытайся думать. Versuche nicht zu denken, что Бог с тобой. Dass Gott mit dir ist. Если у тебя нет мира с людьми. Wenn du keinen Frieden mit den Menschen hast. Seid ihr hier? Matthäus 5, 23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, und wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich daran erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, оставь там дар твой перед жертвенником, so lass deine Gabe dort vor dem Altar, и приди прежде, примирись с братом твоим, und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, и тогда приди и принеси дар твой, und dann komm und opfere deine Gabe, мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist. Смотрите, schaut mal. Это принцип Божий. Das ist das Prinzip Gottes, который мы никогда не должны забыть. Das wir niemals vergessen dürfen. Не надо думать. Man braucht nicht zu denken, что Бог будет с нами. Dass Gott mit uns sein wird. Если мы не в мире с кем-то. Wenn wir keinen Frieden haben mit den Menschen um uns herum. Говорит, die Schrift sagt. Мы должны. Wir sollen, seid ihr hier? Wir sollen uns zuerst versöhnen. Zuerst uns versöhnen. Deswegen soll niemand sich darin trösten. Oh, ich hasse den und den. Aber Gott ist ja mit mir. Also das und das gefällt mir nicht. Aber Gott ist ja mit mir. Nein, Gott ist schon lange nicht mehr mit dir. Geh hin und versöhne dich. Und dann wird Gott mit dir sein. Seid ihr hier? Geh hin und versöhne dich. Und Gott wird mit dir sein. Es ist eine Lüge. Zu denken, dass ich jemanden verurteilen kann, mit jemandem im Streit sein kann, nicht im Frieden bin. Und wisst ihr, Menschen, die die Tür zuschlagen, ja, ich habe die Tür zugeschlagen, also jemand hat die Tür zugeschlagen, Mann und Frau sprechen miteinander, und dann hat er irgendwas gesagt, die Tür zugeschlagen und ist gegangen. Und sagt, Herr, ich liebe dich. Du bist ein so guter Gott. Segne mich. Aber meine Frau nicht. Das ist alles eine Lüge. Seid ihr hier? Und viele Menschen belügen sich damit. Sie lesen die Bibel. Многие были по 20 лет нашей церкви. Und viele waren 20 Jahre in unserer Gemeinde. И не поняли простой истины. Und haben diese einfache Wahrheit nicht verstanden. Бога давно уже нет с тобой. Gott ist schon lange nicht mehr mit dir. Потому что ты не живешь в мире. Weil du nicht im Frieden lebst. С теми, mit denen, кто тебе делал добро. Die dir Gutes getan haben. Слушайте все подслушивающие нас. Hört allen zu, die uns zuhören. Нету Бога. Die uns abhören. Gott ist schon lange nicht mehr. Нету его. Mit ihnen. И чтобы он пришел. Der Friede ist schon lange nicht mehr mit ihnen. Und damit er kommt, надо покаяться. Muss man Buße tun. В своем зле. In seiner Buße. В своей ненависти. In seinem Hass. Во всех негативных разговорах. In allen bösen Gesprächen. Надо покаяться. Muss man Buße tun. Пойти и примириться. Hingehen und sich versöhnen. И тогда Бог придет. Und dann wird Gott kommen. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen. Давайте закроем наши глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Господь сейчас здесь. Und Gott ist jetzt hier. И мы слушали Его Слово. Und wir haben sein Wort gehört. Для того, чтобы очистить наши сердца. Um unsere Herzen zu reinigen. Очистить наши отношения с людьми. Unsere Beziehung zu den Menschen zu reinigen. И там, где у нас нет мира. Und dort, wo wir keinen Frieden haben. Или где видимый мир был. Oder wo es nur ein sichtbarer Frieden war. Может, мы с кем-то соединились. Vielleicht haben wir uns mit jemandem verbunden. В ком нет мира. In dem kein Frieden war. Давайте проверим нашу жизнь. Und lass uns unsere Leben prüfen. Давайте проверим наши мысли, наши отношения. Lass uns unsere Gedanken, unsere Beziehungen prüfen. Может, у нас есть неприязнь кому-то. Vielleicht sind wir jemandem abgeneigt. Может, на самом деле мы говорим, что мы простили, но мы не простили. Vielleicht haben wir gesagt, wir haben vergeben. Aber wir haben nicht wirklich vergeben. Vielleicht müssen wir noch mit jemandem sprechen. Damit der Friede Gottes kommt. Vielleicht ist der Stress dieser Welt in unser Herz gekommen, hat es erfüllt und der Friede Gottes ist nicht mehr darin. Там, где ты стоишь, поговори с Господом. Und dort, wo du jetzt stehst, sprich zu dem Herrn. Ты сам знаешь. Du weißt selbst. Знаешь свою жизнь. Du kennst dein Leben. Аллилуйя. Шиламар, мехалема сандар. Слава тебе, Иисус наш. Ehre sei dir, unser Jesus. Слава тебе, Господь наш. Ehre sei dir, unser Herr. Господь, прикоснись сейчас каждому, кто здесь есть. Und Herr, berühre jetzt jeden, der hier ist. Прикасайся, Господь. Berühre, Herr. Говори, Дух Святой. Sprich, Heiliger Geist. Говори, Дух Святой. Sprich, Heiliger Geist. Говори к нам. Sprich zu uns. Там, где нет мира у нас. Dort, wo wir keinen Frieden haben. Где мы отвергали этот мир. Wo wir diesen Frieden abgelehnt haben. Пусть придет сейчас покаяние. Möge jetzt Bekehrung kommen. Halleluja. Shilamar mehele misaila. Halleluja. Da. Ja. Дух Святой сейчас действует. Der Heilige Geist wirkt jetzt hier. И ты вспоминаешь какие-то случаи. Und du erinnerst dich an gewisse Situationen. Попроси Господа, чтобы Он пришел в эту ситуацию. Und bitte den Herrn, dass in diese Situation hineinkommt. Скажи, Господь, помоги мне. Sag, Herr, hilf mir. Помоги мне простить. Hilf mir zu vergeben. Помоги мне с кем-то разрешить какой-то конфликт. Hilf mir, mit jemandem gewisse Konflikte zu lösen. Помоги мне иметь сердце. Hilf mir, ein Herz zu haben. Бесконфликтное сердце. Ein Herz ohne Konflikte in sich. Спасибо тебе, Иисус. Danke dir, Jesus. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, unser Herr. Слава тебе. Ehre sei dir. Слава тебе. Ehre sei dir. Слава тебе. Ehre sei dir. Давайте пообщаемся чуть-чуть с Господом. Und lass uns noch ein wenig Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Чтобы это слово в нас утвердилось. Damit dieses Wort in uns gefestigt wird. Du bist mein Herr.
der mich heilt. Du bist ja Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist mein Gott, mein Heiland. Du bist mein Gott, der mich heilt. Du bist ja. Dein Wort hast du mich geheilt. Du bist mein Gott, mein Heiland. Du bist mein Gott, der mich heilt. Lass uns unsere Hände zu ihm erheben. Du bist mein Gott.